Guten Tag, ihr Lieben. Welcome back, liebe Julia, Promi-Reporterin vom Berliner Kurier. Ich habe gehört, ja, mit dem Beruf kann man auch ab sofort in die ein oder andere Promi-Show gehen. Gut, da sprechen wir vielleicht ein andermal drüber. Jetzt hast du ja ein Thema aufgemacht jetzt Ja. hier. Ja, sag einfach ja. Ja, erstmal hallo, vielen Hallo, Dank, welcome dass back. ich heute Yvonne vertreten darf. Ne? Ja, Die ja. hat ja kein. Wenn nicht du, wer dann? Dankeschön, vielen Dank. Ich hoffe, deine Community kann damit leben, dass ich heute hier sitze und nicht die Yvonne. Aber ich denke, wir kriegen das auch Wir so. haben viele Themen von Folge 4 auf der Uhr. Ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Du bestimmt auch. Gebt uns einen Daumen nach oben. Und ich würde heute gerne mit einem Spiel anfangen. Ja? Ich mache jemanden, du darfst nicht sofort raten. Ich mache jemanden vor und ihr erratet, wen ich nachmache, okay? Also ich darf nichts sagen Ja, jetzt, doch, oder was? aber warte mal, weil die Leute sollen auch in die Kommentare schreiben. So, Verstehe. oder? Wobei, mach einfach. Hier, warte. Boah, Mädchen, mit dir rede ich gar nicht. Das Ich ist warte, jetzt. es geht noch einer. Was steht da? Wie? Jetzt Einfach. nicht so schwer. Nein, ne? Nein. Gut. Leute, schreibt in die Kommentare und nun die Antwort von dir, wen habe ich nachgemacht? Alles ja. Ja, da sprechen wir heute auch auf jeden Fall nochmal drüber, weil die ging richtig ab. Ey, Leute, guckt euch die neue Folge auf jeden Fall Ja. an. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen vielleicht mal chronologisch vor, je nachdem, wie lange wir hier quatschen. Wir können ja dann auch am Ende eigentlich nochmal über, ja, so die ein oder anderen Themen der Woche sprechen. Da ploppen ja auch nochmal welche auf. Aber ich gehe mal ein bisschen chronologisch vor. Boah, ich bin ganz emotional noch und Ja. weiß gar nicht, ob ich mich darauf jetzt einlassen kann, auf Das die finde ich aber gut. Da Chronologie. hat Ich man bin einen total. richtigen, da hat man einen richtigen Drive. Die Folge fing ja damit an. Umu und Ja. Emma haben sich irgendwie am anderen Ende vom Grundstück dahin verfrachtet und spielen ja auch in der Show immer mit der Thematik. Ja, wir sind die Außenseiter, die mögen uns alle nicht. Und damit habe ich ja eigentlich ein Problem. Und wenn ihr den Dschungeltalk von Julia und mir verfolgt habt, dann kennt ihr auch meine Meinung, weil ich finde, wenn man sich selber immer in die Ecke stellt und man eigentlich auch den Kontakt gar nicht mit den anderen will, es wurde ja eigentlich auch klar von Anfang an von den beiden so besprochen, dann finde ich, kann man sich auch im Nachhinein eigentlich nicht beschweren. Oder? Doch, also bei dem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was Aber? Umut und Emma betrifft, ich bin so Okay. ein bisschen, also diese Folge, ich fand die bisher am schlimmsten eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die anderen Folgen auch nicht irgendwie harmloser waren, was die Streitigkeiten angeht. Aber für mich hat sie am meisten aufgewühlt, wahrscheinlich, weil ich mich am meisten auch getriggert gefühlt habe von einigen Oh, Themen. Das da bin ich kann ja mal ganz gut sein. gespannt, ja. Ja, weil ich bin auch schon ewig Vegetarierin, keine Ah, Veganerin, sondern okay. Vegetarierin. Und da waren auch so einige Sachen, ja, da gehe ich emotional mit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann steigen wir doch da Aber, gleich dann bitte ein. ja, Wel okay, aber, welche, ja wir gut, können ja dieses die anderen ganze, Punkte nachher nochmal durchgehen. ja, okay, also dieses ganze Fleischthema wird ja erst später nochmal groß zum Thema. Und es ist, ich reagiere da auch empfindlich, wenn Leute Fleisch als so wichtig ansehen. Ich habe kein Problem damit, wenn meine Leute um mich, ich gehe auch mit Leuten essen oder keine Ahnung, die Fleisch essen. Das ist mir scheißegal. Aber dieses Feiern von Fleisch und dieses, oh mein Gott, wir haben jetzt 5 Tage kein Fleisch gegessen und oh, jetzt kriege ich wieder Kraft und oh, feiern Fleisch und so. Das geht mir so auf den Sack. Das finde ich so furchtbar. Und deswegen kann ich in dem Moment nur auf Tessas Seite sein, weil ich es einfach so schrecklich finde, wirklich. Ich habe so einen Hals gekriegt, als ich das gesehen habe. Wirklich, ich bin so sauer immer noch. Ja, ich weiß es nicht. Ja, du siehst es. Ich habe da auch schon Ja, einiges erlebt. Ich ich bin habe wirklich mit, schon sehr lange ja. Vegetarierin, nicht Veganerin. Und gerade das, gerade so in der Jugend oder in der Schulzeit hat man ja auch vieles in diese Richtung gehört, ja. Mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Warst du schon immer Also, Vegetarierin? nein, nicht schon immer, aber als ich 16 war, habe ich Okay. angefangen. Das sind ja jetzt, das ist schon weit über die Hälfte meines Lebens, weit über, ja. Also von daher fühlt sich so an, als wäre ich es schon immer, ja. Und wie gesagt, also ich bin ja keine Veganerin. Und wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute neben mir, oh, naja, gut, manchmal Geruch und so finde ich auch nicht immer so angenehm. Aber ich würde da nie jemanden maßregeln oder sowas. Ja, von daher finde ich auch, dass Tessa und Jakob manchmal natürlich nerven die manchmal und gehen auch mal einen Schritt zu weit oder keine Ahnung. Ich kann auch verstehen, dass die irgendwie so, wenn die das ein paar Tage lang gehört haben, bisschen genervt sind. Aber
Aber dieses mit dem Fleischentzug und ach, ich habe keine Kraft mehr und so und ach, Fleisch, das war so geil. Das ertrage ich nicht. Ich ertrage das nicht. Es tut mir leid. Ich habe mir da irgendwie noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich vielleicht auch noch nie in so einem Moment war. Also ich meine, ich bin ja nun kein Vegetarier und aber ich war davon auch genervt, aber nicht weil die Leute mit dem Thema so kamen, ja, endlich wieder Fleisch und ich bin fast verhungert und ne, bin fast gestorben, aber eher weil das Fleisch übertrieben unverhältnismäßig gefeiert wurde. Und da dachte ich Ja. irgendwie auch so, wo ich mir so dachte, Moment mal bitte. Also ich meine, ich bin ehrlich, wenn wir irgendwo beim Garten grillen oder irgendwo, das mag ich auch, aber ich würde mich nie hinstellen und irgendwie, oh geil. Und ich glaube, da war aber auch einfach, das war einfach von vielen auch einfach nur Provokation. Und da Absolut. bin ich dann irgendwie auch bei dem Thema, wo ich mir denke, okay, Leute, das finde ich dann irgendwie doch schon auch peinlich, ja. Ja, Da war ich ja. eher peinlich berührt, Ja, weil stimmt. ich Ja, esse absolut. relativ, verglichen mit vielen Menschen, relativ viel Fleisch, weil ich ja bestimmte Produkte überhaupt gar nicht esse. Will ich hier gerade nicht aufmachen, aber ich habe ja einen relativ eingeschränkten Bereich, den ich im Alltag, von dem ich mich ernähre. Und dadurch habe ich durch die Ernährungsumstellung, ne, ist halt Fleisch schon für mich ein großes Thema. Aber ja, ich würde da nie Fleisch irgendwie hofieren oder. Ne, also das fand ich irgendwie dann auch peinlich und war Ja, echt komisch. das war natürlich, um den eins reinzuwirken. Ja, Gerade ja. auch Alessia, als sie, nachdem sie den Zoff hatte, dann noch, als sie dann das geholt haben, dann da. Ne, aber weißt du, warum ich es peinlich fand? Achtung, 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 liebe Leute, da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt, weil das Fleisch hatten sie ja eigentlich einem Paar zu verdanken, nämlich den Veganern, ja? Und ich bin ehrlich, ich dachte, die beiden werden sich dagegen entscheiden. Und ich dachte mir dann irgendwie so, wow, wirklich, ich bin kein Fan von Tessa, wäre falsch. Ich bin auch kein Gegner von ihr, aber ich habe da mit ihr meine Themen. Und da dachte ich aber irgendwie so, oh, okay, ne, ich ziehe meinen Hut, hätte ich nicht erwartet, fand ich wirklich gut. Und ich fand auch ihre Argumente gut, nach dem Motto so, ey, ich bin nicht hier, um euch irgendwelche Dinge zu verbieten. Und da dachte ich mir, ey, den Gedankengang und die Herangehensweise würde ich mir generell bei ihr von der Art her wünschen, wie sie einfach mit Leuten spricht. Raschel ich hier irgendwie immer? Nee, ne? Oder du das? Nee. vom Mikrofon reicht Ja, manchmal drauf. ja. Auf Es war bei jeden dir, Fall, ja, doch. okay, ja, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja, fand ich die Entscheidung gut und dahingehend fand ich dann die Provokation von denen dann schon irgendwie too much. Und ja, die mögen die nicht und ja, ich finde die auch furchtbar anstrengend, ja, aber wenn mir jemand was Gutes tut und eigentlich auch gegen die eigenen Prinzipien geht, haben beide in dem Moment getan. Dann muss ich da nicht ungefähr oder muss ich auch nicht so übertrieben auftischen. Dann Ja, können wir aber ja. auch mal bei dem Thema nochmal weitermachen. Beim Thema vegane Ernährung, weil da hatten wir ja auch schon vorher einen Riesenstreit. Ja. Du meinst es mit dem Kühlschrank und das alles oder mit den Produkten, mit dem Ja, Käse und sowas? ja. Ja. Ah, schwierig, weil ich kann schon verstehen, dass das natürlich irgendwie nervt, wenn Tessa sagt, ja, das ist unsers und meins. Ich kann aber trotzdem, ich bin da ein bisschen mehr auf ihrer Seite, aber das ist auch, liegt auch daran, dass ich da ja vorbelastet bin selbst und liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach selbst Vegetarierin bin und da auch irgendwie mehr mit ihr fühle. Irgendwie dieses, die regen sich erst wahnsinnig darüber auf, dass alles vegan ist. Und dann essen sie doch die Produkte, die natürlich, und es ist ja nun mal ein Unterschied, ob vegan oder vegetarisch. Und ich Ja. kann da Tessa schon verstehen, wenn sie sagt, okay, es gibt nur bestimmte Produkte, die vegan sind. Es ist aber alles ja vegetarisch. Also könnten die theoretisch alles essen, Tessa und Jakob aber eben nicht alles. Und dann irgendwie da so rücksichtslos zu sein und zu sagen, okay, wir essen jetzt aber den, weil es besser schmeckt dann besser. Plötzlich schmeckt es dann doch. Und eigentlich schmeckt es ja nicht, aber es schmeckt dann doch besser.
Da würde Okay, ich gerne mal direkt einhaken. Also ja. ich meine, ich habe mir auch schon mal vegane Produkte gekauft und ich finde auch, die haben geschmeckt. Ja, natürlich, man hat bestimmt immer, sage ich mal, veganen Gegner, die behaupten, vegane Produkte schmecken nicht, würde ich pauschal nicht unterschreiben. Also ich habe, ne, hat mir immer schon geschmeckt, hat da irgendwie auch niemand behauptet. Und von daher verstehe ich auch immer irgendwie die Schlussfolgerung von ihr nicht, weil da kam ja dann im Interview, ach, guck an, die veganen Ersatzprodukte schmecken wohl irgendwie doch. Ja, also ich kann ja nur von mir sprechen. Ja, nicht alle, hat ja irgendwie auch keiner behauptet. Und ich verstehe da irgendwie die Verknüpfung nicht, weil ich kann mir auch eine vegane Leberwurst kaufen, ja. Würde ich aber, glaube ich, nicht machen, weil ich hatte, glaube ich, mir drauf geguckt, die Inhaltsstoffe von den normalen waren tatsächlich besser. Aber spielt ja keine Rolle, die hat mir geschmeckt. Ja, von daher, also ich kann vegane Produkte mir kaufen und kann trotzdem auch Fleisch essen. Also ich checke die Verbindung. Ja. Na, also ich verstehe ihre Schlussfolgerung nicht. Weil ich würde nie Naja, behaupten, ja, ich aber würde die nie machen ja behaupten. schon ein Thema daraus, dass es nicht angeblich nicht schmecken würde. Haben die Also das in mal die behauptet oder Also nicht im jetzt in der Format? Frage, ja doch, also jetzt in der Folge hat das irgendjemand mal, ich glaube, das war das Raoul, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendjemand hat auf jeden Fall gesagt, ja, es würde nicht schmecken. Okay, gut. Also, ne, natürlich gibt es immer Menschen, die dann irgendwie behaupten, es würde nicht schmecken und ist okay, jeder hat immer einen anderen Geschmack. Aber ich bin da auch bei dir oder ich bin da irgendwie im Mittelweg. Also, ich finde natürlich, wenn wir da Veganer drin haben, ja, und die Veganer sind in jedem Fall in der Minderheit, dann muss die Gruppe in jedem Fall gewährleisten, dass die auch genügend Käse oder wie auch immer haben. Also da würde ich gar nicht irgendwie drüber debattieren, ja. Ob die dann natürlich, keine Ahnung, zwei Riesenpackungen brauchen oder nicht, darüber kann man Ja. streiten. Ich finde, man kann da vielleicht auch einen Mittelweg finden, denn wenn die anderen ja eh kein Fleisch haben und ja doch irgendwie Bock auf die veganen Produkte haben, dann könnte man ja da, wenn man die Debatte eh permanent führt, könnte man da ja irgendwie eine Annäherung finden. So, Ja. Es könnte liegt man, wenn man natürlich will. auch daran, dass die eh zerstritten sind und eh keinen Bock Genau, drauf haben und eh genau. schon so auf Krawall sind, dass es dann natürlich irgendwie ein gefundenes Fressen ist und die ja gar nicht miteinander Ja. kommunizieren wollen in der Hinsicht. Und Wenn auch einfach es, gar nicht können. ja, genau, Ja. ja. Aber der Ja. Eklat, der dann da wirklich entstanden ist, der war für mich wirklich too much. Da muss ich auch wirklich klar, auch wenn ich am Anfang ein Spiel draus gemacht habe, da kann ich Alessia auch wirklich nur verurteilen. Ich Ja. fand ihr Verhalten auf allen Ebenen wirklich unterirdisch. Ja. Sowohl bei dem Streit, auch mit dem Fleischhofieren, auch bei der Nominierung. Ich bin aber, ich habe auch irgendwie, wenn ich ehrlich bin, nichts anderes erwartet, weil ich mag die, in den vergangenen Folgen mochte ich die eigentlich irgendwie. In der heutigen Folge dachte ich mir so, okay, wow, fand Ja. ich wirklich auf Davor war sie ja Unterstützung auch. und get, ja, aber Okay. ich erinnere mich auch an Promi Big Brother. Da war die auch schon unangenehm. Natürlich nicht auf Ah, dem so. Level, ja. Aber von daher habe ich auch nicht viel anderes erwartet. Und Okay. was ich auch schlimm fand dann bei der Nominierung, jetzt springen wir auch in den Thema, aber ist auch gar nicht schlimm, bei der Nominierung, also ich meine, wenn in der TV-Show immer gepiept wird, dann hat man schon schlimme Wörter genommen. Und dann wird sie auch noch vom Freund irgendwie gelobt. Also ich meine, man kann auch mal eine Entgleisung haben, aber nicht permanent. Ja. Also das fand ich ganz schlimm, gerade bei der Nominierung, wie Ja. alle anderen da stumm saßen und das haben einfach geschehen lassen. Und es ist egal, was Tessa irgendwie, wie sehr Tessa genervt hat und was sie gesagt hat. Tessa hat nie jemanden beleidigt, ja. Aber Alessia hat da gerade in der Ja. Nominierung, die davor schon einfach schlimme Wörter Ja, gesagt, es war und schon in der schlimm. Nominierung hat sie ja nochmal immer wieder nachgelegt und alle sitzen da stumm und lassen das einfach geschehen. Achtung, Ich komm war doch ein. geschockt. Ja, bringe ich Ich mal war noch ein. geschockt Jetzt bringe ich mal noch einen darüber. Ja. Standardspruch vom Dschungel mit. Ja. Und all diese Wörter, Achtung, als Mutter im Fernsehen. Ja, wirklich, als Nein, Mutter. aber auch ohne, nein, Auch ne, wenn also ich sie meine, keine. Running Gag hier habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr den Dschungel geguckt habt, aber da war ich wirklich schockiert und da fehlt mir irgendwie auch die Worte und ja, ich kann da gar nicht mehr viel Ja, sagen eigentlich, wenn ich und ehrlich bin, so, fand ich unterirdisch. ja, ganz schlimm. Und auch diese ganze Gruppendynamik in der Folge fand ich schlimm. Ich meine, wir sind da ja auch, wir Sommerhaus-Zuschauer sind ja auch einfach vorbelastet. Ich habe das Gefühl, sobald man so etwas sieht, wie eine Gruppe so diese Dynamik bekommt, setzen bei mir so die Alarmglocken. Nee, wie heißt man? Ja, Schrillen die Alarmglocken. mhm. Genau, ja.
Und ich finde das unangenehm. Also ich empfand es in dieser Folge sehr unangenehm von Anfang an. Mehr gegen Tessa und Jakob als gegen Umut und Emma, weil Umut und Emma sich mehr zurückziehen und es ja doch jetzt mehr in dieser Folge auf Tessa und Jakob ging oder speziell auf Tessa. Und dann auch diese Absprache im Bad und so, das war alles irgendwie, Absprache wegen Nominierung? ja, und Raoul dann da so als großer Chef und so. Es hat für mich, für mich hat das immer ein Geschmäckle und ich bin dann automatisch, auch wenn ich vielleicht nicht immer einer Meinung bin mit Tessa, trotzdem bin ich automatisch auf der Seite dann der Außenseiter, weil ich das Ja, unangenehm wobei, finde. ja, aber da, total, aber da möchte ich dir wieder die Frage stellen, warum sind die beiden Gruppen denn nicht integriert? Und ich meine, Umut und Ja. Emma und die anderen beiden, die sprechen sich ja auch ab in der Nominierung. Und wenn die noch eine Ja, gebe dritte ich dir Paarung, wenn die recht. noch eine dritte Paarung hätten, würden die ja die auch rüberholen. Das So, stimmt. Da hast du ja. recht. Und Da ich hast du glaube, recht. ich möchte auch immer noch mal betonen, ich meine, hast du vielleicht mitbekommen, ja? Tessa hatte ja auch vor ein paar Tagen oder meinen unterirdischen Kopf, den fand ich unter, ich meine, ich habe mich davon nicht angegriffen gefühlt, aber ich fand ihn einfach gaga, ja? Aber eigentlich, ich mochte die irgendwie auch immer und ich mag die auch irgendwie, eigentlich auch im Kern immer noch. Ich finde nur die Art und Weise, wie sie mit verschiedenen Themen umgeht, ich rede hier nicht vom Vegan, generell, wie sie oft mit Menschen spricht, auch weil wir natürlich in der Folge alle anderen in der Regel schlimmer waren, ja? Dadurch habe ich mein Problem mit und ich glaube, oder damit habe ich ein Problem. Und ich glaube, eigentlich würde die gut in der Gruppe klarkommen, wenn die sich vielleicht auch nicht immer gleich getriggert fühlen wird. Oder die Art, es ist einfach die Art. Ich kann die Art so schlecht beschreiben, aber ich glaube, wir alle gucken die Folgen, wir alle haben schon vergangene Formate mit ihr gesehen. Also ich meine, ich muss euch ja nicht erklären, wie sie agiert und warum sie ja eigentlich auch immer wieder aneckt. Und nun komm, ne, bitte nicht immer, also ich meine, du eh nicht, aber ich meine, red von den Leuten, die gleich kommentieren werden. Und nun kommt mir bitte nicht mal mit dem veganen Thema. Ja, es gibt auch bestimmt Leute, die sich dadurch getriggert fühlen, aber die Leute haben ja auch generell ein Problem mit ihrer Art einfach. Ja, Ja. ich frage mich so ein bisschen, ob ihre Art und der Veganismus automatisch zusammengehören bei ihr, weil was wäre, wenn das Vegane nicht wäre? Gut, da lässt sich jetzt nur drüber spekulieren. Aber sie ist Ja. ja eigentlich erst in Reality-TV-Formaten so richtig in Erscheinung getreten. Kannst du mich gerne korrigieren? Aber da war sie schon Veganerin, ne? Also sie Ja. hat ja zwischen Germany's Next Topmodel und Reality waren ja so ein paar Jahre. Und als sie dann das erste Format hatte, was war das dann? Kampf der Reality Stars oder so? Nee, 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 guck mal, Und die hat was? schon, guck mal, die war früher GNTM, Ja. Model WG, dann hier irgendwie Reality Queens auf Safari, irgendwie so eine komische Ja, gut. Flop-Show bei ProSieben. Ja. Und da war die natürlich noch nicht auf dem veganen Thema, ja, aber die war halt immer, da fand ich die aber irgendwie immer cool, weil natürlich war die auch in ihrer Art anstrengend, aber ich finde, die war irgendwie unique und die war irgendwie special und keine Ahnung. Aber ja, wahrscheinlich ist ihr Thema vegan irgendwie vielleicht auch inzwischen mit ihrer Art verknüpft. Eigentlich habe ich immer den Eindruck, auch aus meiner eigenen Erfahrung, man wird irgendwie im Alter entspannter. Bei ihr habe ich das Gefühl, es wird eigentlich, sie wird eher anstrengender. Ja, weil ja der Veganismus nun mal einfach sehr, sehr wichtig ist. Und Ja. da lässt sich drüber streiten. Ich finde das irgendwie schwierig. Ich habe ja auch gar kein Problem mit ihrem Anliegen, wenn ich mal von mir spreche. Ich habe auch gar kein Problem mit ihrem Anliegen. Und ich bin auch wirklich immer an anderen Menschen und an ihren Lebensweisen und an verschiedenen Dingen immer interessiert, einfach weil ich Menschen spannend finde, weil ich andere Ansichten irgendwie spannend finde. Aber ich merke natürlich auch, wenn irgendwie jemand, keine Ahnung, zu anstrengend mir gegenüber wird, dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann kommen die Leute in die Kommentare und schreiben, ja, Ramon, weil du dich getriggert fühlst. Nein, ich fühle mich davon nicht getriggert. Es juckt mich doch nicht, ob Tessa mir einen Spiegel vorhält mit all den Dingen, die dann kommen. Die kenne ich doch schon, als wenn ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Ich fühle mich dann damit nicht getriggert. Aber wenn, keine Ahnung, sie mir irgendeine Religion schönreden wollen würde, ja, dann wäre ich irgendwie auch genervt davon, wenn sie mit der gleichen Art um die Ecke kommen. Ich fühle mich nicht vom Thema getriggert, sondern einfach von der Art, aber auch nicht getriggert, sondern einfach nur genervt. Ich kann aber auch nicht mit, keine Ahnung, ich fühle mich auch von der Art und Weise, wie Alessia spricht, getriggert. Weil sie spricht wie, keine Ahnung, ich bin gerade Ja. in Rage, ich verzichte an dieser Stelle auf Ja. eine Beschreibung. Weißt du, was ich Ja. meine? So, Ja, ich natürlich. könnte mich auch nicht mit jemandem unterhalten, der immer so spricht, alter Mann, ey.
Also ja, so Ghetto einfach. Ist bestimmt eine liebe, nette Frau, wenn sie gerade mal nicht pöbelt, aber ich Ja. fühle mich damit einfach nicht wohl. Ja, ja, Nervt ja, mich, ja, weil ich das ja. Gefühl habe, ja, nee, lassen wir Ja. das. Okay, so, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst und so. Aber, Trotzdem, ja. ja, diesen Punkt mit, ich weiß nicht, ob das Tessa gesagt hat auf Instagram oder was, oder wo sie das gesagt hat, oder sie meinte doch mal, und ich glaube, das war jetzt das, was du meintest, dass die Leute so sensibel darauf reagieren, auf ihren Veganismus oder auf ihre Argumentation, weil die sich ein bisschen ertappt fühlen, moralisch und insgeheim denken, naja, ich mache vielleicht doch irgendwie was falsch, das denken die nicht aktiv, aber unbewusst, und deswegen reagieren die so, provokant da drauf. Oder war das jetzt so ein bisschen das, was du Ja, gemeint aber hast? das finde ich irgendwie auch Quatsch, weil wir können ja einfach, also ich kann ja nicht für alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Natürlich, wenn ich, keine Ahnung, mir vorstelle, wie ich an mein Fleisch komme und wenn ich die Wahl hätte, ich muss ein Tier alleine wie sagt man, erlegen, damit ich mein Fleisch am Abend bekomme. Bin ich ehrlich? Ich würde es nicht machen. Und ja, Ja. ich merke die eigene Doppelmoral in mir, weil ich ja im Prinzip durch die Ernährung jemand anderen damit beauftrage und dann so nach dem Motto, okay, ich bin ja fein raus, ich bekomme mein Fleisch, ich kriege die Bilder nicht mit, ich höre die schreien, ich bin. Ja. Und natürlich, ich kriege auch, ich meine, Ja. ich folge ihr, ich kriege auch die Bilder auch von den Kühen eingespielt und wie mit den Schweinen umgegangen wird und wie mit den Küken umgegangen wird, wenn die dann in den Schredder und ich denke mir, um Gottes Willen irgendwie, ja, natürlich habe ich die Bilder im Kopf und hinterfrage mich irgendwie auch oft, wie ich eigentlich mit meiner eigenen Doppelmoral so klarkomme, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht an dem Punkt und da kann auch eine Tessa ankommen, die dann sagt, go vegan, ja, wo ich mir so denke, okay, davon werden sich meine Bilder im Kopf aber nicht verändern. So. Und natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die Ja. sich ertappt fühlen. Ich fühle mich nicht ertappt, weil ich bin mir in dem Sinne meiner eigenen Doppelmoral bewusst. Und Okay, ich bin ja, immer ist offen ehrlich, für sehr ehrlich Aufklärung und und auch für miteinander sprechen. Aber ja, ich bin, glaube ich, einfach noch nicht an dem Punkt. Vielleicht komme ich ja, irgendwann an den es Punkt. Vielleicht komme ich auch nie an. Wir reden ja auch nicht nur von vegan. Ich könnte mich auch einfach vegetarisch ernähren. Aber ich bin irgendwie noch nicht an dem Punkt. Vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt. Vielleicht auch nicht. Ich komme aber nicht an den Punkt durch die Belehrung von anderen oder durch die Aufforderung von anderen. Wenn ich an den Punkt komme, dann nur durch meinen eigenen Willen. Jeder, Ja, der okay, Fleisch das verstehe ich. konsumiert, ist, wenn wir leben, wirklich in einer aufgeklärten Gesellschaft. Ja, und natürlich Ja. haben wir auch einige Dummköpfe hier noch im Land, ja, wie in jedem anderen Land auch. Aber jeder Mensch, der Fleisch konsumiert, weiß, woher das Fleisch kommt und auch wie. Bitte dich. Von daher bin Ja. ich mal mit dem getriggert für no, 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 no. Viele Leute fühlen sich vielleicht angegriffen, weil Menschen sich generell schnell angegriffen fühlen. Merken wir in dem Format auch immer. Werden wir auch noch mal ein paar Punkte dann besprechen. Ich glaube eher dadurch, die fühlen sich angegriffen, ja. So wie Thema Bildungsschicht oder bla bla blub, die anderen Themen, die wir da auch hatten. Das ist schon ein Problem von den Menschen, aber ich glaube nicht, weil sich jemand erwischt fühlt. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich finde es trotzdem gut, dass es solche Leute wie Tessa gibt, die auch mal aufschreien und laut sind Ja. und die auch mal solche Videos zeigen, auch wenn wir da keinen Bock drauf Nein, haben finde ich auch gut. Ich und gucke mir die es ja auch an, irgendwie. ey, wenn die so ein Video rein in ihre Story packt, ja. Ich bin ja froh, die hat mich noch nicht blockiert. Ich klicke auch immer dran und gucke mir das komplette Video an und denke mir dann, also ich gucke mir die Bilder auch immer wieder an und bin unglaublich schockiert. Und dann denke ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Aber Ja, und es irgendwie ist ist, der Schalter noch nicht da. ja, es ist ja auch in Ordnung. Ich finde das wahnsinnig gut von dir, dass du da so ehrlich bist und Ja. dir nichts selber vormachst. Ich finde das Nö. sehr bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich gut. Ich habe auch Sachen, mit denen ich jetzt hier nicht so rausrücken will öffentlich, aber ich habe auch Punkte, wo ich auch ähnlich wie du sage, das ist mir bewusst und ich mache es trotzdem so. Ja, aber so Deswegen würde leben ich, wir doch alle. genau, ja, so In leben wir alle. unterschiedlichen Deswegen. Bereichen, genau. Genau. Ich bin halt dabei, ich esse kein Fleisch, aber dafür gibt es andere Bereiche, wo ich dann, ne, wo ich dann nicht drauf achte, irgendwie auf, sicherlich auch nicht auf Tierwohl, weil ich vielleicht irgendwas aus Leder habe oder sowas. Ja.
weil ich halt keine Veganerin bin. Also Ja. da muss ich auch ehrlich zu mir sein. Ja, von Ja. daher bin ich die Letzte, die irgendwie jemanden anklagen kann. Das Aber finde ich ja ich, aber gut und finde auch ja. auf dem Level kann man da auch miteinander reden. Weil wenn Genau. wir beide gerade drüber sprechen und du bist Vegetarierin und ich halt nicht, dann habe ich nicht das Gefühl, ich werde von dir angegriffen. Null. Vielleicht gut, Ja. weil wir uns irgendwie kennen, aber ne, wir haben auch vor ein paar Tagen über ein Thema und das fand ich auch. Fand ich cute von dir. Ich weiß nicht, ob ich drüber sprechen kann. Wenn nicht, ruf mich danach an und sag, Ramon, rausschneiden. Ich möchte das Thema noch nicht verraten, aber du hast mir eine Frage gestellt, eine relativ private Frage. Und dann kam aber auch gleich der Einwand irgendwie, aber ich möchte dich nicht angreifen. Bitte versteh mich nicht falsch. Ja, und es fand ich irgendwie cute, aber ich dachte irgendwie so, also man kann mir wirklich jede Frage stellen. Ich Ja, fühle mich aber nie angegriffen, außer jemand, den ich nicht kenne, stellt mir die Frage schon so, wo ich genau merke, derjenige oder diejenige möchte mich gerade angreifen. Aber wir kennen uns auch noch nicht so lange, dass ich das so Nee. gut einschätzen kann, ne? Na, So, aber dass ich dich so ja, gut okay, einschätzen ja. kann, dass ich sage, okay, fühle sich jetzt angegriffen oder nicht dadurch. Vielleicht kannst du das bei mir einschätzen, dass ich diese Frage nicht so stellen würde, um halt, wie du gerade Leute beschrieben hast, weil ich dann halt irgendwie was suche, um dich anzugreifen. Das ist auch wirklich mein Interesse Ja. und weil ich mich halt, jetzt müssen wir auch sagen, worum es geht, ist es irgendwie so komisch Ja, oder okay, nicht dann jetzt. komm heraus. Das machen wir ein ganz anderes Thema auf. Aber da ist ja sowieso morgen oder übermorgen kommt ja der Artikel online. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen Werbung Werbung dafür machen. Ist machen, eigentlich ja. gar nicht schlecht. Daniela Katzenberger und ihre Doku-Soap und das Thema des Tollpudels, den sie sich anschafft und Thema Qualzucht. Fällt ja auch so ein bisschen in den Bereich rein, den wir eben thematisiert haben. Da Ja. kommt morgen, übermorgen was von mir zu dem Thema, weil es irgendwie medial bisher sehr, sehr untergegangen ist, was ich sehr schade finde. Und ich habe dich halt gefragt, welche Hunderassen du eigentlich Genau, weil ich hast. auch kleine Hunde Einfach habe. genau, weil du kleine Hunde hast und weil ich mich gerade mit dem Thema sehr, sehr beschäftigt habe in den Ja. letzten Tagen und mich dann einfach solche Sachen gefragt habe. Und genau, das soll ja Genau. einmal kurz jetzt an hier angerissen, Ja, aber ist ja finde ich eigentlich nicht spannend. das Werde ich auch Thema, nochmal aber weiterverfolgen. Genau. Wir können ja aber genau. nochmal in die andere Thematik reingehen mit dem Ja. Thema angegriffen werden, weil wovon ich auch irgendwie unglaublich genervt war oder da bin ich dauerhaft genervt, die Emma und Umut-Momente. Also ich finde, die haben einen furchtbaren Umgang miteinander. Ich empfinde Emma auch als wirklich unglaublich dominant und teilweise schon auch wirklich aggro in bestimmten Momenten, gerade irgendwie nach dem Spiel, wie die irgendwie diesen Grashalm in der Hand hatte und dann den hier machte, wo ich mir sagte, wow, ja, also ich meine, Ja. das fand ich schon echt Ja. heftig. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Was ich auch verrückt fand, das habe ich mir wirklich aufgeschrieben. Die haben ja bei dem Spiel nicht unbedingt performt. Und dann hat irgendjemand gefragt, keine Ahnung, wer gefragt hat, war das Spiel schwer? Und da hat die Emma drauf geantwortet, weil Umut war natürlich wieder der Schlechte in dem Spiel und hat geantwortet, wenn man was im Kopf hat, ist es nicht schwer. Und hat Oh, es damit stimmt, hat er gesagt, Umut ja. wirklich abgewertet. Da dachte ich mir so, alter Falter, das fand ich irgendwie schon heftig, wenn man auch gerade mal. Nee, okay, Ramon, beruhige dich. Nein, weil ich finde immer, was ich immer schwierig finde, ist, wenn man irgendwie unglaublich altklug wirken will und immer unglaublich belehrend, wie irgendwie auch Emma in der vergangenen Woche mit dem Begriff ketzerisch, wo dann der Stefan meinte, du verstehst das Wort irgendwie gar nicht. Und dann kommt er irgendwie 3 Monate später, wo man wirklich 3 Monate hatte, sich irgendwie auf diesen Begriff vorzubereiten. Und dann kommt dann irgendwie eine Story von ihr mit einer Definition, wo dann auch das eigentliche Wort falsch geschrieben ist, wo ich mir dann immer so denke, so Alter, man kann auch immer so. Aber das fand ich auf jeden Fall heftig. Und ich fand es irgendwie auch heftig. Es kommt aber irgendwie immer von Umut. Da hat er ja dann mal mit Stefan gesprochen. Wir hatten ja da, ne, den, klar, den ich gerade irgendwie angedeutet hatte. Und dann kommt irgendwie von Umut, immer habe ich mir auch aufgeschrieben, du musst doch ein Vorbild sein in deinem Alter. Und das finde ich, ich la bin Laberfläche, ne? Ich bin auch gleich deiner Meinung. Das finde ich so nervig, weil ich mir immer denke, okay, Umut, mal angenommen. Also ich finde, weil heute hat jemand geschrieben, doch, Ramon, man muss schon Vorbild sein. Ich finde, Vorbild ist so ein Riesenwort, weil jeder andere Werte hat. Ich habe bestimmt Dinge an mir, wo Leute sagen, okay, Ramon, das finde ich vorbildlich, das finde ich toll, daran orientiere ich mich. Ja, aber es gibt bestimmt auch viele andere Dinge,
wo man sagen würde, okay, Ramon, das finde ich nicht gut und ich finde deinen moralischen Kompass schwierig, bla bla bla. Finde ich total legitim. Von daher finde ich die Thematik Vorbild hin oder her schon irgendwie so total lächerlich, weil es gibt das eine Vorbild einfach nicht. Jeder hat andere Werte. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, okay, Umut, ab wann ist man denn alt genug, um ein Vorbild zu sein? Bin ich dann irgendwann, ich meine, ich bin schon alt, aber wenn ich dann 35 bin, ich bin gerade 37, ab dann muss ich mich vorbildlich verhalten, weil ich ja dann alt bin und damit ein Vorbild bin. Und du, Umu, du bist, ich glaube, 27, du musst dich nicht vorbildlich verhalten. Ja, nun gehe ich gerade wieder auf die Temptation Island-Schiene. Ist gerade ein klein wenig übertrieben, aber ist eine berechtigte Frage. Bedeutet das, ab einem bestimmten Alter, hier machen wir die Linie, da ist man ein Vorbild und drunter kann man leben wie mit Hose auf oder wie? Nee, Naja, aber ist gib mir mal eine Antwort, bin ich mal gespannt. nee. Verstehst du meine Gedanken? Ja, ich verstehe deine Gedanken, aber ich würde schon sagen, dass auch ich wahrscheinlich einem 20-Jährigen eher was durchgehen würde. Das ist wieder das so ein bisschen dieses Gigi-Phänomen auch vom Dschungel, dass man eher 20, 30-Jährigen mal eher was durchgehen lässt als jetzt einem 50-Jährigen. Wahrscheinlich würde mir das auch passieren, weil man sich denkt, na ja, er ist noch jung und sowas und ne, der hat Lebenserfahrung, deswegen muss er da ein bisschen reifer agieren. Vorbild würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde einfach sagen, ich würde von dem ein bisschen mehr Reife erwarten. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt, dass der eine Vorbildfunktion erfüllt. Das jetzt nicht unbedingt. Das finde ich auch ein bisschen Aber er übertrieben. kommt ja immer mit den Und Argumenten, ne? ja, weil man dann auch vielleicht einem nichts anderes einfällt und weil das natürlich ein leichtes Argument ist, was man dann bringen kann. Du musst Vorbild sein, genau wie mit der Mutter und so. Das kann man Genau, schnell geht raushauen, in eine ähnliche Schiene, ne? weil man das überall drüber stülpen Ja. kann und sagen kann, ja, du musst doch in deinem Alter. Das geht dann schnell, damit ist man irgendwie auf der sicheren Seite, aber das ist ja eigentlich Blödsinn. Bin Ich ich auch finde den, übertrieben. ja, ich finde das Thema halt auch mal dahingehend blöd, weil ich irgendwie das Gefühl habe, man möchte und ich fühle mich nicht getriggert, weil ich alt bin, nein, aber ich habe den Eindruck, man möchte sich damit Alt. irgendwie ein unmoralisches Verhalten Ja. so freisprechen. Weil auf der einen Seite haben wir dann irgendwie Umut und auch Emma, wobei auch die Sprüche eher oft von Umut kommen, der dann meint, immer ruhig reden und auf Augenhöhe. Ich habe ihn leider in dem Format auch schon öfter erlebt, wie er nicht auf Augenhöhe spricht. Ich finde, beide Ja. miteinander sprechen nicht auf Augenhöhe, also wenig. Dann kommt halt immer der Spruch, ja, du bist schon älter, du musst Vorbild sein, wir sind ja irgendwie jung, okay, aber irgendwie auch jung genug, um in ein Format zu gehen. Dann bietet Emma, ich glaube, ich 23, glaube ich, die 23. bietet dann aber irgendwie Coachings an, wo ich mir dann denke, okay, an dem einen Tag bist du ja noch jung mit dem Argument, ja, ich bin ja erst 23 und deswegen gerade auch neu in der Branche, neu in dem Format und alle anderen sind irgendwie älter, aber ist dann offenbar auch alt genug, um irgendwie Coachings für andere Menschen an. Also weißt du, was ich meine? Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, aber ich finde, wenn man immer die Themenfelder aufmacht, ja, dann kann ich halt auch schnell, ne, wie sagt man, den Stiefel umdrehen und die Argumente um die Ohren pfeffern, weil man halt vorher nicht drüber nachdenkt, dass wenn man in die eine Richtung schlägt, dann halt von der Richtung auch 100 Schläge zurückkommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Na? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist Ja. irgendwie so eine Endlos-Diskussion gerade Oder so, auch, ne? ja. Oder auch mit dem Thema, ich muss für die Frau kämpfen. Weil der hat sich aufgebäumt und die kann sich nicht alleine verteidigen. Also ich meine, wir hatten ja auch heute ein Thema mit dem Thema Frauenfeindlichkeit. Also Bei ich finde, Umut. bei Oder Umut, was meinst du ja jetzt? genau, da habe ich ja noch mal ein Video drüber gemacht. Ich finde, wenn man einer Frau immer automatisch abspricht, dass sie sich für sich alleine stehen kann, für sich alleine reden kann und sich irgendwie alleine verteidigen kann, versteht mich nicht falsch. Wenn eine Frau in der Not ist, würde ich auch mal einspringen. Aber ich bin auch nicht jemand, der dir absprechen würde, dass du dich nicht alleine behaupten kannst, weil irgendein Typ vor dir steht und dich voll labert. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich, aber wir haben ja diese Situation immer wieder, dass die Frauen das auch einfordern, ja. Ist Auch auch okay. Aber finde Tessa, ich, ja, aber finde ich unabhängig. okay, wenn es eingefordert wird. Aber nicht Ja. pauschal, oh, das ist eine Frau, die kann sich nicht verteidigen, ich bin der Retter. Nein. Wobei ich glaube, bei Tessa und Jakob zum Beispiel würde es vielleicht gar nicht so sehr ums Geschlecht gehen. Ich glaube, Tessa fordert generell, dass Jakob für sie Ultra, einsteht. ja. Ob da jetzt eine Frau oder ein Mann sie anmacht, ne? Ich glaube, bei Ja, denen ja, ist das ein ja. bisschen unabhängig davon. Das finde ich bei den beiden aber auch in der Folge, fand ich es irgendwie auch komisch, vor allem, wie er auch immer nach Anerkennung gebettelt hat. Ja,
Oder? Ja, Da das war eine komische Szene. dachte ich mir so, okay. Schwierig, schwierig. Ja, schon. Auf jeden Fall. Weiß, muss man noch mal so ein bisschen beobachten, aber nee, das ist natürlich irgendwie nicht. Also immer dieses Wort gesund, sagt ja Raoul auch Nee, über. ja, aber Aber es finde das ich, nee, stimmt, ist eine gute Formulierung, weil ist ich. immer ja schnell gesagt, sowas, ob sowas ungesund oder gesund ist. Aber wenn wir das jetzt mal so in diese Richtung werten wollen, dann würde ich jetzt mal behaupten, es ist nicht so Nee, guck mal, wenn die gesund. schon irgendwie 3 oder 4 Jahre ein Paar sind, wird ja immer Ja. behauptet, ja, da frage ich doch dann nicht ständig nach, habe ich gerade richtig reagiert? Bist du zufrieden damit? Das finde ich schon Ja, aber merkwürdig. wir hatten ja jetzt die Situation vorher, wo sie ihm eben klar zu verstehen gegeben hat, dass er sich nicht richtig verhalten hat, ihrer Meinung nach. Und von daher war das natürlich, diese Szene hat schon Sinn gemacht, ne? Für mich, so Ja, in ich der fand nur die Reihenfolge von Art, dem, was wir gesehen wie, haben. genau, ich fand aber die Art, ich meine, der kam ja nicht an und meinte, na, bist du nun zufrieden? Ja. Dahingehend, dass es beim vergangenen Mal nicht geklappt hat, sondern er war ja wirklich, von meinem Eindruck stand er ihr unglaublich unterm Pantoffel, sagt dem Motto, wie ein kleiner geschlagener Hund, der hochguckt, Mama, Mama, habe ich gerade richtig gehandelt? So, weißt Ja, aber ich sag dir, eine ähnliche Dynamik sehe ich auch bei Umut und Emma, nur halt umgekehrt, ehrlich ja, also gesagt. Das, total. nee, nicht umgekehrt, doch so. Doch, Auch Frau, Emma also das, dominant und genau, doch, Umut unterm genau. Pantoffel. Genau, man merkt Ja. einfach ihm immer an, dass er wahnsinnig angestrengt ist, es ihr richtig zu machen und auch immer schnell so die Befürchtung hat, dass er was falsch gemacht hat. Das hat man ja auch besonders gemerkt in der Szene, die Messerszene. Danach, Eine, als wir er hatten eine sie neue, das Messer, genau. Ach als ja, er und wir hatten auch in sie. der Folge eine, ja. Nee, das Du meinst nur die Messergate Folge. Ja, mit ja, Sam ja. in der vorherigen Ja. Folge. Das Messergate mit Sam und er hat sie getröstet und sie hat ja so geweint im Interview. Und sie, ne, und dann hat er immer zu ihr gesagt, ja, ich war sofort bei dir, ich war sofort bei dir, ich stand sofort vor. Also er hat es so sehr auf sich gegangen und hat irgendwie immer gesagt, nein, also hast du mitbekommen, ich war sofort bei dir und war für dich da und so. Und hat es immer wieder gesagt. Und daran war zu merken, okay, er will ihr jetzt auch nochmal deutlich machen, du, also ich habe hier alles richtig gemacht, ne, in dieser Situation. Und das merkt man ja auch immer wieder, genau, deswegen auch immer wieder dieses mein Schatz und mein Engel-Gelaber. Was auch echt doll ist, ja, mein Schatz, mein Engel, das hörst du ja die ganze Zeit. Und das ist auch so eine Art, wie er sie immer so ein bisschen beruhigen will, habe ich das Gefühl. Ne? Und ihr immer das Gefühl geben will, du bist meine Königin, ich mache alles für dich und so. Das ist so ein bisschen unterbewusst, ne? So ein bisschen psychologisch, habe ich das Gefühl. Er macht es vielleicht gar nicht unbedingt so bewusst. Ich weiß nicht, ob es ihm Ich bewusst ist. finde es schon auch, ich bin da, also ich bin bei fast allen Paaren wirklich froh, dass ich deren Ja. Partnerschaft nicht lebe und führe. Bei Ja. Emma und Umut habe ich auch immer, also ich meine, ich fange gerade immer wieder mit dem Thema Augenhöhe an, aber auch einfach nur, weil er immer von Augenhöhe spricht und von den Momenten in der Show. Ich meine, beide haben in dem Q&A die Frage beantwortet, ob sie von der Show profitiert haben oder nicht. Und die meinten, ja, die haben an sich gearbeitet, kann ja durch nicht beurteilen, aber ich erlebe da keine Beziehung auf Augenhöhe. Die sind eigentlich permanent irgendwie immer nur damit beschäftigt, entweder Anerkennung bei dem anderen zu suchen oder den anderen irgendwie zu degradieren, immer in eine Ecke zu schieben. Du bist schuld daran, daran, daran. Nein, ich bin doch nicht schuld. Doch, ich bin schuld. Ah ja, also, weil die haben irgendwie immer ein Ziehen-Schieben-Spiel. Immer hin, her, hin, her, hin, Ja. her. Und immer nur, um sich irgendwie dem anderen so zu beweisen. Das ist aber für mich überhaupt keine. Und ich bin kein Paartherapeut oder irgendwie, aber das ist doch überhaupt keine gesunde Grundlage für irgendetwas. Null. Ja, und die argumentieren ja auch immer damit, dass man ja so viel von diesen schönen Momenten nicht sehen würde als Ja. Zuschauer. Und die haben ja auch ein Reel mal gepostet, das ist schon ein paar Tage oder Wochen her, wo dann auch, wo sie dann auch Ja. irgendwie im Sonnenuntergang standen oder was auch immer. Und es war dann so in die Richtung, ja, ihr seht nur so klein, so wenig davon, aber eigentlich sind wir ja auch Sind wir ganz viel so und ja. so. Aber ganz ehrlich, das kann gut sein, das glaube ich denen sogar. Aber das wäre es mir trotzdem nicht wert. Also ich bin überzeugter Single und auch aus Gründen, weil ich eben, also für mich müsste eine Beziehung schon natürlich nicht immer harmonisch sein, das will ich damit nicht sagen. Ja, natürlich gibt es Streitereien, aber so eine Beziehung würde ich nicht führen wollen. Und da gibt es ganze, Nee. hast du ja eben gerade schon gesagt, eigentlich sind die meisten Beziehungen im Sommerhaus meistens ja so, dass man sagt, boah,
Das wäre mir viel zu anstrengend. Ich hätte nicht die Energie für so eine anstrengende Beziehung. Es ist Es einfach gibt, denen ja. das denen anzusehen. Auch Sam und Raffi, die ich wirklich Ja, mag, ja. wie auch Ich mal mag die, ich pöbeln, finde die ne? lustig, aber auch deren Beziehung ist so anstrengend. Also für mich wäre es Ey, so. Für die nein, nicht. für ich Die sind glaube damit für viele. vielleicht glücklich und das ist auch in Ordnung, wenn die damit glücklich sind, auch Emma und Umut, wenn die damit glücklich sind, geht es uns nichts an. Ich meine, wir reden darüber, weil die im Sommerhaus sind. Wir haben auch das Recht, darüber zu reden. Aber letztendlich ist es natürlich immer deren Entscheidung. Und wenn die sagen, sie sind damit glücklich, dann ist das so. Und dann ist es auch okay. Aber für mich wäre das nichts. Ja, ich finde auch halt, man kann da halt nicht auf Opfern von Augenhöhe sprechen. Und ich habe ja auch schon mit vielen Leuten immer mal gesprochen. Es gibt auch wirklich Menschen, die brauchen die Dramen. Und ich Ja. finde, viele von den Paaren da drin, bei denen trifft die Formulierung toxische Beziehung auf jeden Fall. Und ich frage mich aber auch, oder ich glaube, viele haben eine falsche Vorstellung von dem Wort Liebe. Liebe bedeutet nicht, dass ich jeden Tag um die Partnerschaft kämpfen muss, durch irgendwelche Debatten, die spielen ja permanent Spiele. Das habe ich ja mit dem hin her. Liebe bedeutet nicht, jeden Tag Spiele spielen. Definitiv nein. Und ich glaube, die Leute haben eine falsche Vorstellung, auch vielleicht durch bestimmte Filme oder Serien oder vielleicht auch generell durch die Gesellschaft, weil es wird ja irgendwie immer verkauft, es ist vollkommen normal. Nein, es ist definitiv nicht normal. Es macht die Leute auch eigentlich unterm Strich krank. Und wenn die Leute einmal eine Partnerschaft hätten, ohne die Dramen, dann würden die sich, ich spreche da aus Erfahrung, dann würden die sich an den Kopf greifen und fragen, wie die das vorher überlebt haben. Wirklich. Ja, also ich finde, gerade bei den Promis erlebt man das immer wieder, dass die Beziehungen führen. Man erlebt so jahrelang eine Beziehung und man hat das Gefühl, die reden dann immer davon, wie verliebt sie sind. Und das ist der Einzige. Und dann lassen sie sich Tattoos und so stechen. Ach Und Gott. dann trennen die sich irgendwann und dann haben die einen neuen Partner und dann merkt, also das habe ich schon ganz oft mit angesehen, erleben die erst, was eine richtig gesunde Beziehung ist. Und dann fällt ihnen erst auf, was in der vorigen Beziehung, obwohl die da auch wahnsinnig verliebt waren und so, aber was dann alles schiefgelaufen ist. Zum Beispiel jetzt auch, das ist jetzt ein blödes, das ist ein gutes Beispiel, weiß ich nicht. Aber ich habe das so gedacht, hier unser Gustav und Anne Ah, Menten. ja, nein, finde ich gut. Da habe ich gedacht, krass, der Gustav, den wir bei Prominent getrennt gesehen haben und bei Bachelor in Paradise, der tut jetzt Anne Menten so gut. Ja, vielleicht ist es wirklich so. Und die haben sich gefunden und haben jetzt eine ganz andere Dynamik als er und Carina. Und das kann gut sein, auf jeden Fall. Und er merkt jetzt erst richtig, was Liebe ist und Beziehungen. Und Ja. vielleicht passiert das den Paaren auch noch. Emma Ja. und Umut sind noch jung. Das Ich war ein wünsche es ihnen wunderschönes nicht. Beispiel. Danke. Nein, weil ich finde auch, da hat man auch den Punkt nochmal getroffen, auch gerade, was ich auch nochmal meinte mit dem Kämpfen, wenn ich nochmal einhaken darf, ja, weil Leute denken ja immer, ich muss um die Beziehung, um die Partnerschaft, worum auch immer kämpfen. Nein, du musst sie pflegen, ja, wie auch Freundschaften, ja, weil auch wenn man eine Blume nicht gießt, dann geht die natürlich irgendwann ein, aber kämpfen, du musst nicht um Liebe kämpfen. Da frage ich mich auch schon, welche Geschichten von der Jugend, Kindheit, wie auch immer, da mitspielen, wenn man wirklich denkt, man muss um Liebe und Anerkennung kämpfen. Nein, das muss man nicht. Aber ich meine, in den seltensten Fällen findet man ja die große Liebe mit 23 oder halt die Liebe, die ewig hält oder die gesunde Beziehung oder sowas, ja. Ich wünsche es den beiden nicht, dass die sich trennen, aber seien wir mal ehrlich, ich Ja. glaube nicht, dass die für ewig beieinander bleiben. Da werden noch andere Personen kommen und dann merken die das vielleicht auch. Das Ich gucke nochmal meine sag Stichpunkte rein, ich als ne? Ja, Beziehungsexpertin. finde ich aber, nein, na klar, in jungen Jahren, also ich meine, da dachte ich auch, oh, nun habe ich aber jemanden gefunden, mit dem bleibe, habe ich mein Happy End. Naja, und, ne, wo ich gar nicht so, was habe ich mir noch Ja, aufgeschrieben? ich gucke auch mal schnell bei mir. Nö, ich habe, glaube ich, hier eigentlich alle wichtigen Punkte durch. So, haben wir noch irgendwelche aktuellen Themen, die wir besprechen wollen? Oder wenn du noch irgendwelche Punkte, ach ja, nee, ich würde mit dir gerne nochmal über die Nominierung sprechen. Die habe ich nämlich irgendwie Ja. gar nicht verstanden. Ich auch nicht. Also Aber ich da hätte, muss ich, ja. ich muss noch mal reingucken. Ich will das wirklich verstehen. Okay, wir können ja mal, also ich gucke nachher auch noch mal rein, aber vielleicht können ja die Leute auch mal in die Kommentare schreiben, was wir nicht verstanden haben.
Die Gruppe hatte eine Absprache, die Nominierungen gehen an Tessa und an Emut, ja. Und dann wurde umentschieden mit dem Fokus schon auf Emut, weil die die Stärkeren im Spiel sind. Richtig? Ja. Das habe ich schon so mitbekommen. Also Emut, genau, sollten 3 Stimmen bekommen und Tessa und Jakob 2. Das war praktisch das, was Ja. die, glaube ich, vorher ausgehandelt haben Genau. im Badezimmer. Und dann ging aber die Stimme, weil sich Stefan und Theresia Ja. umentschieden haben, eine mehr an Go Zu, Vegan. Und genau. Emma und Umut hatten halt dann eine weniger. Ja, genau. Und ich glaube, das, ich habe die ganze Zeit überlegt zum Schluss, wir haben ja vorher auch, bevor wir aufgenommen haben, Ja. darüber geredet und gerätselt. Ich dachte ja, dass Raoul jetzt sauer ist, weil er sich spontan umentscheiden musste, weil er vorher Tessa wählen wollte und jetzt Umut nehmen musste. Aber man kann sich ja, glaube ich, gar nicht spontan umentscheiden in diesen Nominierungen. Es ist ja Weiß ich eigentlich nicht. vorher. Da, weil bei manchen Formaten nicht. Hier bin ich. Okay. Ich glaube, ich habe den Gedanken, warum. Ja. Weil, guck mal, Achtung. Ich meine, wir haben einmal die Thematik, wir haben eine Absprache und du hast dich nicht dran gehalten. Ist schon mal Ja. generell klar. Und wahrscheinlich haben die nicht mit einem Exit-Spiel gerechnet. Weil wenn die nämlich kein Exit-Spiel gehabt hätten, dann Ja. wäre ja Umut und Emma geflogen. Und die wollten ja die beiden raushaben, Genau. weil die beiden ja gute Spieler sind. Ja, und die keinen Bock haben, auf dass sie eine Gegenstimme irgendwann mal wieder Genau, bekommen. Und die genau. haben wahrscheinlich gedacht, genau, Umut und Emma, wenn die, selbst wenn die ein Exit-Spiel gekommen wäre, wären die ja trotzdem mit 3 Stimmen automatisch im Exit-Spiel gewesen. Und dadurch, Ja. dass die jetzt nur 2 Stimmen hatten, konnten die ja wählen und haben dann Theresia und Stefan genommen. Wer hat denn die Entscheidung getroffen? Jakob und Tessa Okay. haben doch, Aber ja, aber dann, okay, aber dann möchte ich, und dann verstehe ich oder die was mal. Diskussion, genau, aber dann verstehe ich die Debatte wieder nicht, weil wenn Emma und Umu die meisten Stimmen gehabt hätten, Ja. ja, im Exit-Spiel, wen hätten die beiden denn wohl gewählt? Für das Exit-Spiel? Ja, Stefan und Theresia. Ja, Dann ja. wären wir doch am Ende, das hätten wir das gleiche Ergebnis gehabt. Ja, aber Raoul ist halt sauer, weil er, dann wäre zumindest 50-50-Chance gewesen, dass Umut und Emma rausfliegen. Aber jetzt können die ja so oder so nicht Okay, rausfliegen. bei Ne? dem geht okay. Dann haben wir ja vielleicht doch die Probleme, aber ich war Ja, ich okay. glaube auch, dass das die Problematik. Ich habe es auch erst nicht so richtig begriffen, man muss echt überlegen. Und, Ja, ne, aber. es war irgendwie nicht schlüssig so richtig, ne? Ja, aber ich glaube, dass das die Oh Problematik mein ist. Gott, Raoul denkt okay. da zu sehr natürlich, dass er eine Gegenstimme nochmal bekommt und alles. Und letztendlich ist es vom Ergebnis her nicht so ein großer Unterschied. Nee. Aber klar, das ist ein Vertrauensbruch und Raoul hat Panik, dass er jetzt halt Wer das wird das Spiel zurückkriegt. gewinnen? Das Spiel, au, ach so. Ja, ich hoffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe auf Tessa. Ich habe Also, wirklich keine Ahnung. nee, Also keine ich Ahnung. schwöre hier gerade, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir aber, Theresia und Stefan werden verlieren. Ja, das Ja, glaube ich glaube ich. auch. Ich finde es auch für die Spannung auch noch mal ein bisschen besser. Ja. Also ich mag Theresia und ich finde die auch interessant. Ich finde, dass die Reality-mäßig, obwohl sie keine Krawallbürste ist, immer gut abliefert. Ich würde die auch gerne noch weitersehen. Aber wenn ich so an die weiteren Geschichten denke, die noch kommen Ja. könnten, würde ich, glaube ich, gerne weiter Tessa und Jakob sehen. Ich bin hier mal ein kleiner Schwurbler, ja, an dieser Stelle. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob die Produktion die beiden nicht auch unbedingt in der Show behalten will. Weil, wenn ich mich an die vergangene Staffel erinnere, da hatten wir in der ersten Runde bei Claudia Obert, doch, da hatten wir eine Exit-Challenge, glaube ich. Und da ist sie geflogen, weil, egal. Auf jeden Fall, Ja. glaube ich, danach ist hier der Erik geflogen mit der Frau. Und da gab es, glaube ich, keine Exit-Challenge. Das Und weiß dann ich haben so sich die Leute detailliert noch gar irgendwie nicht mehr. aufgeregt hier drin, so nach dem Motto, warum hatten die da eine und warum hatten die da eine nicht? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir immer eine hatten. Ja, Definitiv nein. nee, Die das wurde immer stimmt. willkürlich gewählt. Und da Ja. dachte ich mir hier gerade schon wieder, die wollen die beiden Ja. natürlich noch im Format behalten. Das Kann ich glaube ich auch auch. verstehen. Ja, das kann gut sein, dass die das immer Ja. in dem Moment entscheiden. Ja. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit liegt dazwischen, bevor dieser Umschlag kommt. Da werden einige Minuten
dazwischen liegen und dann kann die Redaktion Ja. natürlich machen, was sie will. Das finde ich aber auch nicht verkehrt. Also ich finde das jetzt nicht Nö, 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 aber da verwerflich oder dachte ich so. schon so, ah ja, okay, gut, ich habe Ja. euch schon verstanden. Ja, definitiv, aber ich finde es nicht verkehrt. Und Ja. schauen wir mal. Also, es ist auf jeden Fall spannend. Also, ich habe kurz Angst gehabt, dass die jetzt fliegen sofort. Und ich habe mich gefreut, dass es noch eine Exit gibt, muss ich Ja, ganz ehrlich sagen. Ist fand ich auch spannend auf cool. jeden Fall. Ja. Ja. Naja. Ich guck mal. Du, was ich dir noch sagen wollte, mit Oh ja, Sam, mit dem bitte. Interview, ne? Ich finde, du hast eine Frage vergessen, Oh, die ich welche gerne hätte Frage? beantwortet haben Welche wollte. Frage? Wie viele von diesen Ganzkörperanzügen hat er Ah, eigentlich? ja, da hätte ich wirklich dran denken können. Das hat mich, das ist Fra wirklich frage ich mich auch immer. gerade heute, wo er nochmal wieder neun anhatte in Pink, habe ich mich das Ja. wirklich gefragt. Und wo kriegt er die her? Ich Ist er die glaube, anfertigen? ja, ich glaube, die werden Weil, angefertigt ja, für ne, ich ihn. glaube auch, weil ich habe noch nie gesehen, dass es sowas Ich irgendwo auch zu nicht. kaufen gibt. Und er hat ja wirklich bisher an jedem einen anderen angehabt, bin ich der Ja. Meinung. Deswegen, Ja. es muss ja schon so kalkuliert sein, dass er wirklich wahrscheinlich, weiß nicht, wie viele er hat. Es würde mich echt mal Boah, interessieren, ich wie viele glaube, ultra Dummkopfer viele drin waren. bestimmt, ja. Wir fragen Oder ihn noch mal, würde auch ich sagen. beim Exit-Game mit den, so, ne? Mit den goldenen Dingern da oben drauf. Ja, ja, Ja. ja. Der ist Nee, schon das stimmt, werde durchdacht. ich ihn Aber mal diese, fragen. ja, bitte, ich möchte das gerne wissen. Ja. Sind wir am Ende, Gut, oder? ja. So muss ich erstmal gleich danach runterkommen. Ja, Hab mich ich hier richtig in auch. Rage geredet. Ja, Oh wirklich. Gott. Und ich würde mal vorschlagen, kommende Woche, ich habe ja auch schon mit Yvonne gesprochen, ich finde, in der kommenden Woche können wir einfach mal einen Dreier-Talk machen. Ein Das Dreier, finde ich ja, auch gern. geil. Da haben wir nochmal Ja. richtig noch eine andere Dynamik. Ich bin mal Ja. auf deinen Artikel gespannt, mit Daniela noch. Ja, bitte gerne. Ja. Guckt gerne, lest meinen Artikel über Daniela Ja. Katzenberger. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es wird ein Ja. sehr langes, aufbereitetes Thema, ein Artikel, aber es ist sehr wichtig und guckt mal vorbei. Sehr gerne. Ja, und ich werde es auch teilen in meiner Story. Ihr könnt auch mal reingucken. Oder halt auf www.berliner-kurier.de. Okay, Danke, dann danke. bis nächste Woche. Schreibt Ja. ne, euer Feedback in die Kommentare und dann freuen wir uns. In diesem Sinne, Tschüss. tschüss.